TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute ein Flanksteak mit Rosenkohl und einem Maronentopping. Und dafür brauche ich die folgenden leckeren Zutaten. Es geht los mit diesem wunderbaren Stück Flanksteak, bestellt bei YourBeef. Den Link zum Fleisch findet ihr in der Videobeschreibung. Dann habe ich hier Rosenkohlröschen. Weiter geht es mit Maronen, einer gehackten Zwiebel, etwas Creme Fraiche und weiterhin habe ich hier groben Dijon-Senf, Appenzeller Käse gerieben, Salz und Pfeffer und ein schönes Stückchen Butter, um das Ganze nachher anzubraten. Ich beginne damit, dass ich das Flanksteak rautenförmig einschneide. Das Flanksteak hat ja diese langen Fleischfasern und die würden beim scharfen Angrillen sich zusammenziehen und das Fleisch unnötig verformen. Und deswegen beuge ich hier etwas vor und schneide mir das Fleisch ein. Ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, dass die Gewürze nachher auch besser ins Fleisch einziehen können. Gut. Nehmt dafür ein scharfes Messer, dann gelingt das wunderbar. Schneidet auch nicht zu tief ins Fleisch, sondern nur oberflächlich. Gut, ich salze anschließend das Flanksteak von beiden Seiten mit etwas Fleur de Sel. Und das Salz lasse ich anschließend für etwa 20 Minuten ins Fleisch einziehen, damit der Geschmack so richtig schön aufgenommen werden kann. Tja, kommen wir zum Rosenkohl. Ich weiß, Rosenkohl ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, dieses Wintergemüse hat eine Chance verdient und ich möchte es dieses Mal ein bisschen anders zubereiten. Sprich, ich habe hier die rohen Rosenkohlröschen. Die sind also nicht blanchiert und nicht vorgegart und hier schäle ich mir einfach diese einzelnen Blätter der Röschen weiter runter. Es entsteht hier so ein ganzer Berg von diesen einzelnen Rosenkohlblättern und die kann ich dann nachher, ohne sie zu blanchieren, direkt anbraten. Und durchs Anbraten kriegt der Rosenkohl dann so ein richtig schönes Aroma und hat auch noch so ein bisschen Biss. Also mir gefällt das Gemüse so richtig gut. Die Maronen habe ich mir fertig geröstet schon gekauft. Da war ich ein bisschen faul. Ihr könnt natürlich auch eigene Maronen nehmen, die abblanchieren oder rösten. Da seid ihr völlig frei. Ich fand es jetzt recht komfortabel, diese fertig gerösteten Maronen zu nehmen. Die schneide ich hier in solche Scheibchen und anschließend hacke ich sie mir in so ein bisschen gefälligere Stücke zurecht. Tja, und dann sind wir mit unseren Vorbereitungen auch schon durch und es geht an der Pfanne weiter. Hier gebe ich jetzt mein Butterflöckchen hinein, lasse die Butter schmelzen und wenn die Butter dann soweit ist, kommt auch schon der Rosenkohl hinzu. Der wird jetzt hier schön bei mittlerer Hitze angebraten und entwickelt jetzt ein so richtig leckeres, leicht süßliches Aroma. Probier das mal aus, das kommt richtig gut. Ich salze den Rosenkohl jetzt schon, damit das Salz auch schon so ein bisschen einwirken kann. Und anschließend gebe ich dann auch schon die Zwiebeln hinzu. Wenn die Rosenkohlblätter also so langsam anfangen zu zusammenzufallen, dann ist es Zeit für die Zwiebeln. Die kommen jetzt hinzu und werden mit angebraten. Gebt die Zwiebeln nicht zu früh hinzu, sonst kriegen die zu schnell eine zu dunkle Farbe und schmecken dann unangenehm hervor. Aber wenn der Rosenkohl so langsam auf dem Weg ist, dann könnt ihr die Zwiebeln mit dazugeben. Gut, wenn das Ganze dann ordentlich durchgerührt ist, dann gebe ich die Creme Fraiche und den groben Dijon-Senf hinzu. Dieser grobe Dijon-Senf, der hat so eine ganz eigene Säure und die kommt in Verbindung mit dem Rosenkohl und der cremigen Creme Fraiche so richtig gut. Probier das mal aus, diesen groben Dijon-Senf mit dem Rosenkohl, finde ich, ist ein absoluter Geheimtipp. Gut, das Gemüse ist soweit vorbereitet, jetzt kann das Flanksteak auf den Grill und das wird jetzt nach bewährter Methode ringsrum scharf angegrillt, sodass also wunderbare Röstaromen entstehen. Achte darauf. Braune Farbe, das ist unser Freund. Wir wollen keine schwarzen Streifen, die wären zu schnell zu bitter.
Außerdem müsst ihr jetzt natürlich darauf achten, bei so einem relativ dünnen Stück Fleisch, dass ihr das Ganze nicht zu lange angrillt, weil sonst wird euch das zu durch. Wir wollen nachher eine Temperatur von ungefähr 56 bis 58 Grad im Flanksteak haben. So, die ist jetzt natürlich noch nicht erreicht, sondern ich lege das Flanksteak jetzt hier oben auf den Warmhalterost, schalte die direkte Hitze ab. Nur die Brenner links und rechts laufen jetzt noch und jetzt verteile ich erstmal das Rosenkohlgemüse auf dem Flanksteak, so als Topping. Wenn das dann schön gleichmäßig verteilt ist, kommen die Maronen ins Spiel. Die habe ich also vorher noch nicht mit in den Rosenkohl gegeben, damit sie sich nicht zu sehr mit der Flüssigkeit vollsaugen und noch so ein bisschen Biss behalten. Und auf die Maronen folgt dann der Appenzeller Käse. Ihr könntet jetzt auch noch Gruyère-Käse nehmen, da seid ihr natürlich völlig frei. Am besten aber gerieben, damit er möglichst schnell schon schmilzt und nicht zu lange braucht, weil das Fleisch wäre sonst zu schnell zu durch. Tja, wenn der Käse dann verteilt ist, dann zu mit dem Deckel und bei ungefähr 150 Grad lasse ich das Ganze jetzt fertig überbacken. Tja, und dann sieht unser Steak folgendermaßen aus und kann runter vom Grill. Das war mein Video zum Flanksteak mit dem Rosenkohl-Maronen-Topping. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und solltet ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals sein, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.